Das BW Scharf bzw. Bundeswehr-Soldatenmesser von Victorinox. Wenn euch das interessiert, dann bleibt ihr einfach dran. Ja moin, mein Name ist Albo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute soll es um dieses kleine, ja praktisch schon legendäre Messer gehen. Und zwar das BW Scharf bzw. Bundeswehr-Soldatenmesser. Das ist ein Victorinox-Messer und die Victorinox-Schweizer Taschenmesser kennen wir natürlich alle. Was dieses kleine, coole Ding für Vor- und für Nachteile hat, gehen wir später noch zusammen durch. Erst einmal die harten Fakten. Eingeklappt hat das BW Scharf eine Gesamtlänge von 11 cm und ausgeklappt von insgesamt 19,5 cm. Die Klinge selbst hat aber eine Länge von knapp 8 cm, besteht aus Edelstahl bzw. der speziellen Victorinox-Legierung aus, ich glaube, Molybden oder so heißt es genau. Da können gerne mal die Spezialisten was in die Kommentare schreiben, wenn sie darauf Lust haben. Und ansonsten haben wir hier den klassischen Olivton der Bundeswehr mit einem Hoheitsabzeichen hier drauf. Dem Adler natürlich. So wie alle Victorinox-Messer hat natürlich auch dieses verschiedenste Funktionen. Wir haben hier ein einhändig zu öffnendes Messer, also nicht § 42a konform für die Deutschen unter uns, also auch meine Wenigkeit. Dann haben wir hier vorne einmal Serrations oder Rifflung, je nachdem. Das ist zum Beispiel besonders gut geeignet, um damit Seile durchzuschneiden, als aber auch um Früchte durchzuschneiden. Das muss man weniger nachschleifen und greift einfach besser bei solchen Arbeiten hinein in das Material. Hinten haben wir einfach nur eine kleine Schnitzfläche, die ist wirklich sehr kurz, ist ordentlich scharf, kann man nichts drüber sagen. Den klassischen Kapselheber bzw. Bieröffner mit Kreuzschraubenzieher, auf der anderen Seite kleiner Kreuzschraubenzieher mit Dosenöffner. Hinten haben wir eine Besonderheit, weil normalerweise hat man ja gerne mal hier einen Korkenzieher dran, hier ist aber ein Kreuzschraubenzieher. Und hier hinten haben wir dann noch eine Nähale und hier ein kleiner Ring, zum Beispiel für eine Schnur, ein Lanyard, ne? Haben ja manche gerne mal dran an ihrem Messer. Wir haben nicht vorhanden Zahnstocher und Pinzette an der Seite. Die Schnitzleistung von dem Messer ist ordentlich. Ja? Also man musste auch nicht viel nachschleifen. Das ist Victorinox typisch, muss man sagen. Es beißt sich vernünftig in Holz rein. Es ist zum Arbeiten da. Es macht schon Spaß damit. Und natürlich kann man die Vorderseite, wie gesagt, auch gut zum Kochen benutzen. Das heißt, es ist ein fantastisches Allround-Messer in meiner Ansicht. Das BW Scharf bekommt ihr je nach Zustand in verschiedenen Preiskategorien. Das kann bei 8 Euro für sehr gebraucht anfangen und kann manchmal bis 40 Euro für fast neuwertig gehen. Je nachdem natürlich, was ihr haben wollt. Meins ist noch dienstlich geliefert, das heißt, das habe ich noch damals mitgenommen und es ist immer noch das Gleiche, was ich auch damals schon in den Truppenübungen benutzt habe. Deshalb, ja, musste ich es mir nicht kaufen und weiß auch gerade nicht ganz genau, wie die Preise sind. Natürlich habe ich mich für ein bisschen für euch umgeguckt und habe unten in der Beschreibung einfach mal ein paar Links reingepackt. Da könnt ihr einfach mal stöbern. Für mich ist das BW-Soldatenmesser natürlich auch ein bisschen einfach Nostalgie. Es ist irgendwie eine kleine schöne Erinnerung, wenn ich hier draußen unterwegs bin beim Bushcraften oder einfach mal beim Waldspaziergang mit Hund, wenn ich was schnitze, einfach an die Zeiten früher, in wie vielen Situationen man das schon benutzt hat. Da kommt einfach immer wieder ein bisschen was hoch. Deshalb ist das natürlich eine Überlegung wert, wenn du selber bei der Armee warst oder wenn du das gut günstig gebraucht bekommst. Es gibt aber auch viele andere Victorinox-Messer, die ich sehr gerne sehr viel benutze, weil ich einfach an sich Victorinox sehr überzeugt von bin. Meistens sehr gute Qualität und über die verschiedenen Funktionen, da kann man normalerweise nicht meckern. Also die Vorteile von diesem Messer sind natürlich die üblichen Victorinox-Vorteile. Wenn man es zum Beispiel gebraucht, günstig bekommt, macht man damit gleichzeitig ein Schnäppchen, hat alles dabei, was man normalerweise draußen braucht, außer vielleicht eine große Säge und ein Beil, wenn wir mal ehrlich sind. Und hat natürlich verschiedene Funktionen und ein hochwertiges, langlebiges Messer. Nachteil an dem Ganzen ist, es ist nicht § 42a konform, das heißt, wir haben keinen berechtigten Grund zum Führen im Wald, denn dort hat man keinen Grund, um ein einhändiges zu öffnendes Messer mitzuführen. So ist nun mal die momentane Rechtslage und man muss wissen, ob man die Serrations hier mag und haben möchte. Ich hoffe, das kleine Video über das BW Soldatenmesser bzw. das BW Scharf hat dir gefallen. Du konntest etwas mitnehmen. Schreib mir gerne mal deine Erfahrungen mit dem Messer unten rein oder vielleicht hast du ja auch Ergänzungen. Dann können wir alle davon profitieren.
In der Videobeschreibung findest du alle Informationen, die du brauchst. Wenn du da mal Informationen nicht findest, schreib mir gerne einen Kommentar rein, dann beantworte ich es dir. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, zur Ausrüstung natürlich. Einfach mal durchklicken und ansonsten sage ich bis zu den nächsten. Tschüss, tschüss.